German Air Force loaded relief material onto a cargo plane at a German military airport for a delivery to the Cairo International Airport in Egypt on December 16. The German Army, Bundeswehr, received an order from the German Foreign Office on short notice, Colonel Christian John told the press, adding that it was a routine flight and that the Army was happy to carry out the mission. According to the Colonel, the cargo consists of 76 tons, including incubators and ventilators for newborns and small children, as well as 100 monitors for patients and other medical materials. The relief cargo will be received by the German embassy and delivered to hospitals in Egypt, said to treat patients from the Gaza Strip. Wir werden heute fliegen im Auftrag des Auswärtigen Amtes. Das Auswärtige Amt hat das BMVG, also das Verteidigungsministerium, um kurzfristige Unterstützung für diesen Einsatz gebeten. Und wir sind natürlich jederzeit in der Lage, solche Routineflüge kurzfristig durchzuführen und freuen uns auch, dass wir hier helfen können. Wir werden heute um 8.30 Uhr starten in Richtung Kairo, dem internationalen Flughafen Kairo in Ägypten, und werden ungefähr 4 Stunden 35 brauchen für den Flug und die Ladung dort abliefern an die deutsche Botschaft. Der deutsche Botschafter in Ägypten wird diese Ladung entgegennehmen. Wir haben insgesamt geladen 8 Intubatoren, also das sind Brutkästen für Neugeborene. Wir haben 50 Beatmungsgeräte auch für Kleinkinder und Neugeborene an Bord und 100 Patientenmonitore, die für Intensivstationen gedacht sind. Und noch einiges anderes an medizinischem Material. So viel wir wissen, ist das Material für ägyptische Krankenhäuser vorgesehen, in denen Patienten aus dem Gazastreifen, Patienten und Patientinnen und vor allen Dingen eben Neugeborene behandelt werden.